Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es wieder weiter beim Adventskalender von Die und die Tackle. Ich hoffe, ihr hattet gestern noch einen schönen Tag mit der Familie oder den Kindern oder habt auch selber was vom Nikolaus bekommen. Ich hoffe doch reichlich, denn heute geht es wieder weiter mit dem Adventskalender. So, gestern war ja im Türchen Nummer 6, waren ja diese Rolling Chickköpfe, genau, von FZ drin, also von DHM FZ, in der 1,0er Hakengröße, 18 Gramm. Die rollen sich praktisch ab, deswegen auch der Name. Ja, das war das erste, ich sag mal, Raubfisch-Türchen. So, dann lassen wir uns doch mal überraschen, was dann im siebten ist. Wo haben wir es denn? Das ist hier. So, raus damit. Jawohl. Ah, fühlt sich leicht an und hat auch Platz. Ah, ein Tütchen. Ein Gummifisch, ein Gummiköder. Aha. Was ich hier bemängeln muss, es ist hier natürlich keine Größenangabe, kein Gewicht. Ja, der hat hier einen Tailschwanz. Ja, er ist ja mit vielen Glitzerflakes hier ausgestattet. Schauen wir uns da mal an. Holen wir den Jungen mal raus hier. Schauen wir mal, ob er noch was riecht. Boah. Ich weiß nicht, also ich glaube, der stinkt eher nach Gummi. Schauen wir mal, aber ja, die gehen, sind jetzt nicht oberflächlich, diese Flakes, also die bleiben. Schauen wir mal, ich schätze mal, was hat denn der? 10. Naja, 10 cm circa. Ja, 9,5, 10, sowas. Ja, eine schöne Größe. Kann man auf alles eigentlich damit fischen. Aber wie gesagt, wäre halt auch interessant gewesen, ob das von der Marke ist oder ob das, schätzen wir mal, das ist irgendwie No-Name oder so. Ja, schön. Aber das ist halt auf alle Fälle der Gummifisch. Ist halt leider nur einer. Wieder ein Raubfisch-Türchen. Da würden wahrscheinlich auch die Chickköpfe dazu passen. Ja, stellt sich mal, die waren ungefähr so bis hier. Ja, ne, das glaube ich würde auch gut passen zu denen. Bloß das Gewicht finde ich halt etwas zu hoch von den Chickköpfen mit 18 Gramm. Na gut, das war es dann auch wieder mit dem siebten Türchen. Jetzt haben wir das zweite, wie gesagt, das zweite Raubfischtürchen gehabt. Ja, da bin ich ja gespannt, ob da noch vielleicht ein Blinker kommt oder ein Spinner oder irgendein Wobbler oder so, irgendein Hardbait. Ja, da lasse ich mich mal noch überraschen. Es sind ja noch einige Türchen, wir haben ja noch einiges vor uns. Ja, gestern noch zu den, genau, da wollte ich ja noch den Preis sagen, zu den Rolling Chickhead von FZ. Die waren ja bei 3,50 € habe ich die gefunden im Internet. Also wir liegen gut auf Kurs beim Kalender. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns wieder zum morgigen achten Türchen.